Hallo, moin. Schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und bei mir reinschaut. Heute möchte ich euch noch mal zeigen, wie ich Wichtelmützen bastel. Ich habe ja schon mal ein Video davon gemacht und jetzt habe ich noch eins gemacht. Die sind ein bisschen anders und ich zeige euch das mal so ein bisschen aus der Nähe. Man kann die also auch richtig unterschiedlich gestalten, anmalen oder Natur lassen. Und vor allen Dingen, man kann mit den Bärten auch Frisuren machen. Zeig euch mal hier, die sind jetzt also ganz angemalt. Hier habe ich jetzt noch einen nur mit einer roten Mütze. So, und wie ich das Ganze gebastelt habe, das möchte ich euch natürlich jetzt zeigen. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Die Wichtelmützen brauchen wir also diesmal keine Hilfsmittel, um die herzustellen, sondern einfach nur eine Schüssel mit Wasser. Und Knetbeton, da nimmt jeder wie immer die Sorte, wo er am liebsten mitarbeitet. Und ansonsten zeige ich euch jetzt eben das Rezept, was ich benutze. Für den Knetbeton habe ich einmal flexiblen Fliesenkleber aus dem Baumarkt genommen. Und dann brauchen wir eine feine Betonmischung. Ihr könnt natürlich auch Estrichbeton nehmen und den durchsieben, dass die ganzen Steinchen da nicht mit drin sind. Und umso feiner denn diese Betonmischung ist, umso feiner wird natürlich auch der Knetbeton. Und das Ganze wird 1:1 gemischt. Das heißt, ich habe hier einen Becher Fliesenkleber genommen und einen Becher von dieser Betonmischung. Und dann kommt da nach und nach Wasser rein. Also wirklich vorsichtig Wasser dazugeben und dann einfach richtig schön durchkneten. Und dann habe ich schon jetzt meinen Knetbeton. Als Anfang nehme ich eine kleine Menge von dem Knetbeton, knete mir das einmal in der Hand so nochmal durch und mache da ganz einfach eine Kugel von. Und das wird jetzt der Kopf, den lege ich jetzt einfach hier auf meine Plastikfolie drauf. Jetzt nehme ich mir eine etwas größere Menge mit Knetbeton, knete das wieder noch einmal in der Hand rum und forme da einen so einen Kegel, sodass das jetzt so ein bisschen kegelförmig aussieht. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Jetzt nehme ich das ganz locker in meiner Hand, greife da einmal so zu und jetzt nehme ich hier meinen Handballen und drücke das ganz vorsichtig runter, dass ihr das hier so platt habt. Und jetzt entstehen hier so kleine Risse durch ein Drücken. Jetzt nehmt ihr einfach einen Finger mit etwas Wasser dran und streicht das glatt. Und jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Wasser auf den Finger und mache hier die Mitte so ein bisschen feucht und drücke das so ein bisschen ein. Und jetzt kann ich das Ganze schon auf meinem Kopf hier so draufsetzen. Und jetzt kann ich die Spitze jetzt noch so ein bisschen formen. Das heißt, meine möchte ich so ein bisschen schräg haben. Und dann drücke ich die einfach jetzt so ein bisschen zur Seite. Und jetzt nehme ich wieder so ein bisschen Wasser am Finger und drücke mir hier die Kanten, also nicht drücken, sondern wische das ganz langsam so lang, dass die kleinen Risse weggehen. Jetzt nehme ich nochmal ein ganz bisschen vom Knetbeton, mache mir da eine Mini-Kugel von, nehme auch wieder so ein bisschen Wasser, tippe das da drauf und klebe mir meine Nase an. So, ich zeige euch das alles so ein bisschen aus der Nähe hier. Ich hoffe, ich kann das jetzt nicht ganz so schräg halten, sonst purzelt mir das runter. Und jetzt muss das Ganze natürlich trocknen und dann geht es weiter. Wenn die Wichtelmützen jetzt alle trocken sind, ist als nächster Schritt natürlich die Verzierung. Dazu braucht ihr ein bisschen Farbe. Da ist egal, welche ihr nehmt. Ihr könnt Metallicfarbe nehmen oder Acrylfarbe. Ich habe hier jetzt Vollton- und Abtönfarbe. Dann habe ich hier Kunstpelz. Ihr seht, das hat so ein Gewebe, ist also kein echtes, sondern wirklich nur Kunstpelz. Dann habe ich hier noch so ein paar hier Puschelpompons. Und ich habe hier jetzt auch noch so eine ganz dicke Puschelwolle. Und jetzt wird als erstes mal die Mütze angemalt. Ich zeige euch jetzt mal die Beispiele, die ich habe. Ich habe hier jetzt einen, also ganz angemalt, auch mit der Mütze. Hier den habe ich nur die Nase angemalt, weil ich den Bart bis hier oben hin festklebe. Und diesen habe ich nur die Nase und hier unten, was ein bisschen Gesicht ist, angemalt, weil ich den Bart hier unten anklebe, dass man hiervon noch so ein bisschen was sieht. Jetzt
kann das Ganze mit einem Heißklebepistole angeklebt werden. Den Bart, da habe ich mir so ein Stückchen schon ausgeschnitten und da, wo die Nase ist, habe ich mir so eine Aussparung gemacht. Das ist dann einfacher festzukleben. Da kann man nachher natürlich noch die Pompons draufkleben. Und wer möchte, kann hier natürlich mit so einer Puschelwolle oder einer anderen Kordel denn hier auch noch so eine Krempe draufkleben mit der Heißklebepistole. So, meine ersten Wichtelmützen sind fertig. Ich zeige euch das jetzt ein bisschen aus der Nähe. Hier seht ihr die, wo man das Gesicht immer noch so ein bisschen mitsieht. Und da habe ich den Kunstfell einfach nur hier unten rangeklebt. Bei den anderen seht ihr, das sind eigentlich nur, dass da die Nase rausguckt. Und man kann natürlich die Bärte auch noch ganz toll gestalten. Man kann die so ein bisschen flechten oder wuschelig lassen. Hier habe ich einfach nur einmal gerade geflochten. Hier hinten habe ich noch ein extra hier Bärtchen gezwirbelt. Das sieht auch ganz süß aus. Und ich habe zum Schluss das einfach mit ein bisschen Haarspray fixiert. Dann hat das ein bisschen mehr Halt und flattert nicht so schnell auseinander. So, ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit Beton noch so alles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Zimmentwolke.